Doof ist jetzt allerdings, dass der Raum 1, 2, 3, 4, 5, ja genau, dass der eine ungerade Anzahl hat an Blöcken in der Breite, weil dann kann ich die Tür nur ein oder drei Felder breit machen, damit es symmetrisch aussieht. Das heißt, eigentlich müssten wir den noch einen länger ziehen, damit wir hier auch eine Zweiertür, so eine Doppeltür reinklatschen können. Hier mache ich es mal wie bei unserer Sommerresidenz im Let's Show. Hier werde ich die Räume einfach nochmal unterteilen. Und zwar, ich glaube, so ist das dann groß genug. Das ist groß genug. So, und ich glaube, zwei reichen. Dann haue ich das wieder runter. Huch. Das kommt da. Ich hole mir gleich. Ich mache nachher eine Axt, dann mache ich das so. Das dauert mir zu lange, das alles per Hand zu verprügeln. Und jetzt weiß ich gar nicht, warum ich wieder an Land gehe. Da ist noch ein Zombie, der überlebt hat. Und da sind noch die Schweine wieder. Und die Schafe. Und da hinten ist Bambus nachgewachsen, wie man sieht. Bambus muss immer am Wasser gepflanzt werden. Ansonsten ist der recht anspruchslos. Jetzt hoffe ich nur, dass der Zombie uns... Da ist ein Toter. Ich hüpfe hier mal ganz kurz durch die Gegend, damit wir nicht aus Versehen überrascht werden. Ich finde, die Tiere sehen hier auch viel niedlicher aus mit diesem Texturenpack. Bei den Kühen sieht man es nicht so, bei den Schweinen sieht man es von vorne ganz dolle. Die sehen jetzt geckig aus. Hey, Schwein! Nimm mal den Arsch aus dem Gesicht. Die sind doch süß. Oh, guck mal, Hutzel, Hutzel. Das war falsch. Ich bin gerade heiser, ich kann gerade nicht mähen. Wenn ich das jetzt machen würde, dann... So würde sich das anhören, genau. Ach, und hier ist auch ein Zombie krepiert. Pop. Eigentlich könnte man ja schon anfangen, Eisen zu suchen oder weiß ich nicht was. Aber ich würde gerne erstmal ein bisschen bei der Behausung weitermachen, bevor wir uns in die Untiefen der Minen stürzen. Und ich würde auch gerne, wenn ich ehrlich bin, das Häuschen, diese Insel, die wir da haben, verbinden. Das heißt, ich würde das jetzt gerne erstmal fertigstellen. Ich weiß, viele meinten, ich soll da oben auf den Berg ziehen. Das mache ich auch sehr gerne, aber ich würde das zumindest gerne fertigstellen, weil das unser Spawnpunkt ist. Und dann hätten wir da gleich eine geschützte Hütte und dann wären wir gleich mitten im Geschehen, sobald wir krepieren. Das ist unheimlich praktisch. Weil oftmals hat man das, wenn man vom Spawnpunkt aus irgendwie losläuft und dann was weiß ich was macht. Durch die Gegend kantappert. Na. Dann weiß man am Ende gar nicht mehr, wo man gebaut hat, krepiert und findet sein Haus nicht wieder. Ist vielleicht dem einen oder anderen von euch auch schon passiert. Deswegen bauen wir erstmal den Spawnpunkt aus. Und dann mal gucken, dass wir hier das ganze Ding uns mal untertan machen. Das gucken wir uns jetzt am besten mal an. Einfach mal aus der Nähe sehen, wie es sich so von oben machen würde, da zu wohnen. Auf jeden Fall bräuchten wir einen Fahrstuhl. So einen Rentnerlift, wo man sich auf die Treppe setzt und dann ganz langsam in Zeitlupe so nach oben fährt. Na. Ich sollte mir langsam mal anfangen, richtige Werkzeuge zu machen, statt hier immer nur mit der Fackel zu graben. Ich habe das Gefühl, es geht immer weiter nach oben. Na, endlich. Ach du Scheiße. Das Plumpsklo Gottes. Gerade breit genug für die Wurst. Ja, das habe ich nicht gesagt. Alter, ist die Aussicht hier geil. Mein lieber Freund. Und es ist genau auf Wolkenlevel. Wenn ich jetzt hochhüppe hier, bin ich in den Wolken mit dem Kopf. Bin hier sowieso den ganzen Tag, aber davon abgesehen. Tja, also wenn jetzt gerade nicht die Umfrage mit dem Texturenpack laufen würde, dann würde ich doch direkt mal sofort eine Umfrage starten, ob wir nicht hierher ziehen wollen. Sofort. Und die Insel da später mal bebauen als Sommerresidenz und hier dann unser richtiges Haus drauf machen. Natürlich mit Glasboden hier nach unten, das ist ja wohl Pflicht. Zum Plumpsklo hin halt. Alter, ich will den ganzen Tag nur hier stehen und hier runter gucken. Ich schmeiß mal gerade einen Klumpen Erde runter. Hui! Aber das bringt sowieso nichts. Ich schleiche mich mal eben zum Rand.
Aber ich habe keinen Bock, mich aufs Maul zu legen. Hui. Der fällt so tief, den sieht man auch gar nicht mehr dann. Alter, ich würde jetzt am liebsten sofort, also wenn ihr mir sagt, Gronkh, du alte Potsau, zieh sofort auf den Berg, dann ziehen wir hier sofort auf den Berg, das ist klar. Und wir machen zu allen Seiten hin Glaswände. Ein Glaspalast! Passt ja auch zum Glasauge. Und hier wächst, was wächst denn da? Ist das ein Bäumchen oder ein Blümchen? Ich kann das gar nicht so richtig erkennen, weil das sind ja alles andere Texturen jetzt. So, was wollte ich denn eigentlich? Haben wir eigentlich noch genug Kohle? 15, ja, das ist ja eine herrschaftliche Anzahl. Nicht. Hier muss man vorsichtig sein, weil hier ist irgendwo das Plumpsklo Gottes und dann kriegt man mal leicht eins auf die Mütze, das ist dann nicht so schön. Ach, das waren übrigens gerade die Knödel, die wir gerade aufgesammelt haben. Das waren die, die wir von oben runtergeworfen haben. So, komme ich denn da wirklich nicht an die Kohle? Doch, von hier. Ich habe aber... Doch, ich habe eine halb kaputte Spitzhacke dabei. Das ist ja sehr beruhigend. Mit der werden wir bestimmt ganz viel erreichen können. Das ist hier die Superhacke. Die ist super kacke, die Superhacke. Ich war mal auf einer Party, da war ich auch Superhacke. So, ganz toll, das ist jetzt rausgefallen. Spitzhacke ist kaputt und wir müssen mal außen rumgehen. Lalalala. Schön auf dem weichen Schaf landen. Und direkt hier, ach Mensch, da ist ja auch gleich noch eine andere Höhle. Das ist ja ein Traum. Da müsste man sich eigentlich eine riesige Leiter da noch runterbauen, damit man hier nach unten kommt. Und dann kann man gleich hier weiter in... Ah, wir haben ja Fackeln dabei. Aber kein Schwert. Okay, wir schleichen uns hier mal rein. Ich sehe schon Eisen. Noch sieht es sicher aus. So, das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Ob das wieder funktioniert. Aber die Höhle ist sauber, Gott sei Dank. Und hier wäre zumindest eine super Basis, um sich die erste eigene Mine zu graben oder zumindest nach anderen Höhlen unterirdisch zu suchen, ohne dass man jetzt die ganze Landschaft abklappert, sondern dass man sich wieder so eine Mega-Mine baut. Natürlich nur, falls ihr da Lust drauf habt. Müsst ihr immer sagen, ne? Hier immer gleich anmerken und so. Und natürlich das alles immer auf schön auf gronkh.de. Ich sag das noch 10.000 Mal, weil ich glaube, die meisten machen das immer noch nicht. Und das macht Gronkh ganz traurig. Da muss ich mir immer mal ein Tränchen aus dem Auge wischen, ja. Wird Mama Alma bestimmt ganz böse, wenn sie davon erfährt. Kommt ihr euch besuchen und frisst euch auf. So, was sind denn jetzt die nächsten Ziele, außer da oben einen schönen Palast aus Glas zu bauen? Ich hätte mehr Werkzeuge mitnehmen sollen, dann könnten wir jetzt schön Sand abbauen, aber ein bisschen Sand haben wir noch. Wir ballern uns jetzt erstmal den Schmiedeofen dahin, das war jetzt irgendwie ein sinnloser Ausflug, da haben wir jetzt zwei Kohle gesammelt, aber wir haben natürlich ganz toll die Aussicht genießen können. Und ich lasse mich mal überraschen, ob da nicht dann wirklich gleich die Comments kommen. Gronkh, bau sofort da oben. Sonst gibt's Fett auf die Fresse, du Penner. Also wortwörtlich natürlich. Und das hier, wie gesagt, können wir dann ja trotzdem noch als Schnieke Strandresidenz nutzen. Ich mache jetzt mal Folgendes. Zack, zack. Ich mache jetzt mal ein paar billige Holzäxte. So, zack. Drei Stück reichen ja hoffentlich erstmal. So, normalerweise räume ich das Inventory auch immer auf, ganz penibel. Aber das dauert mir gerade zu lange. So, und dann ist das ja auch asynchron.
müsste ich das ja doch so machen und dann da einen hin. Oder ich mache einen Einer-Durchgang und dann so eine Holztür rein. Aber das sieht dann komisch. Oder mache ich das? Ach komm, ich mache das mal. Ich mache hier mal so eine Hutzelhütte mache ich hier mal hin. Das wird schon irgendwie gehen. Und das Gute an Minecraft ist ja, es ist ja nichts endgültig. Man kann ja alles immer ändern, wenn man fröhlich ist. Man muss es ja nicht so lassen. Und wir werden uns gleich noch eine neue Lichtquelle erschließen. Und zwar werden wir gleich den Ofen anschmeißen. Hier machen wir dann so eine schöne Aussicht. Und da ist das Ding. Dann kommt der Ofen dann wahrscheinlich dahin. Hier mache ich erstmal dicht. Und dann, wo haben wir ihn denn? Da ist er. Zum Glück richtig rumgedreht. So, der Ofen. Da könnte ich jetzt Holz reintun. Das brauchen wir aber noch. Ich baller mal ein bisschen Kohle rein. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, dass die so knapp ist. Normalerweise habe ich die Kohle im Überfluss. Also, verstehst du? Ich habe halt fett Kohle gemacht in meinem Leben. Und die verbrate ich dann immer hier im Ofen. Und was wollte ich denn jetzt machen? Genau, Sand wollte ich jetzt zu Glas machen. Also baller ich oben Sand rein, unten Kohle und dann wird das geschmolzen zu Glas. Das dauert immer ein bisschen. Aber, Moment, ich zeige euch das gerade nochmal, wie es dann zu Glas wird. Bing! Und da haben wir schon Glas. Und ich kann jetzt einfach da rausgehen und das brodelt hier fröhlich vor sich weiter und erstellt uns nach und nach schön, schön Glas. So, jetzt sehe ich die Schafe da hinten auch wieder. Jetzt sieht die Welt nicht mehr so tot aus wie vorhin. Sah so ein bisschen aus wie bei Resident Evil. Zack, 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 zack. Und die Fenster hebe ich dann hinterher aus. Zack, 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 hoch. Zack, 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 weil wir haben ja ein bisschen Zeit. Langsam erkennt man zumindest eine Behausung, das ist doch schon mal viel wert. Und jetzt frage ich mich, wie hoch machen wir die denn? Ich würde sagen, ich baue die Decke jetzt noch einen höher. Also nicht gleich hier so die Decke dran, weil das wäre mir ein bisschen zu eng. Ich brauche mal ein bisschen Luft um den Kopf. So altbaumäßig. Zack, zack. Also bauen wir jetzt hoch noch eine Etage in die Höhe. Und somit haben wir bald das Notwendigste. Also für ein Anfangshaus ist das natürlich schon recht opulent. Normalerweise hast du da halt immer wirklich so eine abgebratzte Lehmhütte, wo keiner drin wohnen will, aber muss, weil man sich vor Zombies schützen muss. Wir haben hier gerade echt den Luxus, dass uns hier nichts und niemand angreift auf der Insel. Und insofern ist da alles recht harmlos. So. Ach, und da setzt auch das erkleckliche Klavierspiel ein. Ich fühle mich gut. Ich kann auf der Musik gar nicht richtig singen. Da müsste ich jetzt schon Opern singen und das wollt ihr nicht. Zumindest nicht, wenn ich heiser bin. So hört es jetzt nämlich an. Habt ihr gerade gehört. So, ach, ich mache hier einfach mal das Dach erstmal zu. Da können wir später immer noch ein Glasdach draus machen, weil ich persönlich mag es auch nicht so beengt zu sein einfach. Vor allen Dingen überm Schlafzimmer muss man schon eine Glaskuppel zum Himmel haben, sodass man gemeinsam dort liegt und die Sterne betrachtet, sich Liebesschwüre zuflüstert und sagt: Oh Horst, du bist ein ganzer Mann. Horst sagt: Ulrike, du bist aber Hundeflotte, Sumse, du. So, wir sind out of Holz. Was soll... Scheiß die Wand an, da kommen Zombies.